Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Risen 2 Dark Waters. Immer noch ein Riesenspiel. Im letzten Part habe ich es dann doch endlich geschafft, Wasser zu organisieren und wir können somit unsere Fahrt nun starten, um an den Blutdolch heranzukommen. Ich bin gespannt, ob wir skillmäßig schon ausgerüstet genug dafür sind. Wir haben, wie viel Ruhm haben wir? Nicht genug, um noch was zu leveln. Hoffen wir einfach das Beste, ne? So, wie sieht's aus, Slane? Ich habe jetzt wirklich alles beisammen. Eine Sache noch. So, was habe ich denn noch? Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Die Wasserfässer sind jetzt unterwegs. Die Wasserfässer sind unterwegs. Ah, sehr gut. Das war meine größte Sorge, wenn ich ehrlich bin. Ja, meine auch. Nichts ist schlimmer als Durst auf hoher See und faules Wasser an Bord. Gute Arbeit. Sehr gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir können abhauen, würde ich sagen. Wir haben alles, was wir brauchen, um wieder in See zu stechen. Brillant. Danke. Wirklich brillant. Dann steht unserer kleinen Reise nichts mehr im Wege. Ich brenne darauf, dieses Nest so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Du musst mir nur sagen, wann es losgehen soll. Ich würde sagen, wir können jetzt loslegen, oder? Also, ab geht's. Wir können jetzt Antigua verlassen. Dann schwing deinen Hintern rüber auf deinen Kahn. Sag deinem Steuermann, dass er dich auf der Insel der Diebe absetzen soll. Insel der Diebe? Ja. Du wirst alles verstehen, wenn wir dort sind. In Ordnung. Aber wehe, du bist nicht da. Keine Sorge. Ich werde da sein. Wir sehen uns auf der Insel der Diebe. Das ist der Piratenkodex, ja, deswegen. Okay, also ab zur Insel der Diebe, meine Lieben. Brechen wir auf. Bam, bam. Ich bin sehr gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Wie ich gerade noch in der Achievement-Übersicht gesehen habe, habe ich den Lufttempel noch nie gemacht. Also offensichtlich, als ich das damals gedaddelt hatte, gab es die DLC wohl noch nicht. Ei. Und ich habe es danach nicht noch ein zweites Mal gespielt. Ich habe es nur einmal durchgespielt, wie gesagt. Und ich erinnere mich, ehrlich, merkt ihr ja auch selber, an nichts mehr. Ich weiß nicht mal mehr, wer der Endboss ist. Ich habe keinen Plan. Ich denke mal Mara wahrscheinlich, aber... Ist doch auch schön, wenn man so ein Spiel einfach ein zweites Mal quasi blind erleben kann, oder? So, Paddy. Die beiden Schiffe sind jetzt versorgt. Wir können loslegen, ne? Die beiden Schiffe sind versorgt. Gut gemacht, kleiner Held. Danke. Du machst dich. Ah, Slane will mich jetzt auf der Insel der Diebe treffen. Lass uns mal dahin eiern. Slane will mich auf der Insel der Diebe treffen. Insel der Diebe. Kenne ich. Zumindest weiß ich, wo sie ist. Aber über die Insel selbst weiß ich so gut wie gar nichts. Kann spannend werden. Na dann lass uns mal loslegen. Neuen Kurs setzen, ne? Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Aye, aye. So, ist das die Insel der Diebe? Insel der Diebe. Eine kleine, verträumte und von dem Menschen gänzlich unbewohnte Insel. Okay, hier gibt's also nur Mönsterchens und hier wird sich also der Blutdolch verstecken. Auf geht's. Und da zuckeln die Schatten wieder so schön vor sich hin. Du bist nichts im Vergleich zu Pokémon Purpur und Karmesin, ne? Technische Vollkatastrophe, Alter. Aber ey, Nintendo hat jetzt den ersten Patch angekündigt für gestern, glaube ich. Nee, für heute. Leider habe ich in die Patch-Notes reingeguckt. Ich war echt voller Hoffnung. Oh, ich raste aus! Es gewittert schon wieder. Kann doch hier angehen, Mann. Ich muss gleich wieder pennen bis mittags oder so. Das hilft nichts, Leute. Ich kann nicht diese Insel im Gewitter erkunden. Ich muss jetzt echt gestehen. Also ich finde, es gewittert in diesem Spiel ein wenig sehr häufig. Sehr häufig. Paddy! Das ist die Insel der Diebe. Schön! Hübsch. Slanes Schiff liegt da drüben vor Anker. Ich nehme an, er ist schon auf der Insel. Gut. Ich rudere hinüber. Sei brav. Ich bin bald wieder da. Ach, hau schon ab. Sei brav. Sei schön brav, Patty. Schön brav bleiben. Sehst du nur irgendwas Schönes, Venturo? Na, und? Wie fühlt sich für dich so ein Piratenleben an? Ganz okay, aber auf Dauer ist das nichts für mich. Warum nicht? Die meisten Piraten sind einfach nur zu faul zum Arbeiten. Leben in den Tag hinein. Ein Mann braucht eine Aufgabe. Wenn wir Mara erledigt haben, werde ich meiner nächsten Aufgabe nachgehen. Verstehe. Wie wäre es mit Frau und Familie? Wie wäre es mit Frau und Familie? Klar, warum nicht? Meine Frau müsste aber damit leben, dass ich hier und da mal für ein paar Tage verschwunden bin. Viel Glück bei deiner Suche. Du meinst, eine Frau, die das mitmacht, gibt es nicht? Wenn, dann sind sie selten. Da musst du halt ein anderes Beziehungskonzept wählen. Wie bist du eigentlich Protektor geworden? Wie bist du Protektor geworden? Früher war ich Knecht eines ewig miesgelaunten Bauern. Als die Händler Eingeborene als Arbeiter zu uns brachten, wurden meine Dienste nicht mehr benötigt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es passierte, aber
Aber ein paar Tage später stand ich in voller Rüstung auf dem Übungsplatz der Protektoren. Ich bin dabei geblieben. Bis heute. Ja, du bist ja quasi immer noch dabei. Du machst ja nur mal, du schnupperst jetzt ja gerade nur mal in eine andere Branche rein, muss man ja so sagen, ne? Wie bist du so ein guter Schütze geworden? Keine Ahnung. Das liegt mir irgendwie im Blut. Sie drückten mir eine Flinte in die Hand und ich traf einfach alle Ziele, die sie mir zeigten. Okay. Lass uns weitermachen. Alles klar. Alles klar. So, ich gehe kurz pennen. Ich versuche das Gewitter zu deaktivieren, meine Lieben. Also deswegen mal bis zum nächsten Morgen. Vielleicht hört es dann hier ja auf. Ja, wunderbar. So kannst du doch arbeiten. Schön. Dann brechen wir mal auf. Ab zur Insel der Diebe. Ruderboot. Allein zur Insel rudern, ja. Wir könnten jetzt Leute mitnehmen, aber... Ja, können wir mal machen. Soll ich mal jemanden fragen, ob er mit will? Wir könnten ja den Schützen mitnehmen. Wieso nicht? Komm mit. Komm mit. Wird gemacht. Dann wird's natürlich einfacher, ne? Könnte aber auch nervig sein. Wir probieren's einfach mal aus. Achso, ich darf nur alleine rudern. Okay. Tschüss. Schön. Schön. So, dann sammeln wir erstmal... Oh, hier diese wunderbare... Muschel ein. Da steht er rum. Mr. Slane. Captain Slane, was treiben Sie denn hier auf dieser wunderschönen Insel? So, mein Freund. Da sind wir. Ja. Oh, nette Gegend. Ja, eine niedliche kleine Insel am Rande der Zivilisation. Okay. Gibt's hier gar keine Menschen? Höchstens ein paar Gnome. Ansonsten ist die Insel meines Wissens nach gänzlich unbewohnt. Okay, Gnome? Die kenne ich doch noch. Das waren doch die kleinen nervigen Biester, die alles klauen. Gnome? Ja. Irgendwo im Norden habe ich mal eine Handvoll von ihnen gesehen. Ich glaube nicht, dass sie sich bis hierher vorwagen würden. Die kleinen Biester sind sehr schreckhaft und diese Gegend hier ist ziemlich gefährlich. Okay. Die Gnome, die ich kenne, waren alles andere als schreckhaft, muss man mal sagen, ne? So? Ich kenne sie nur als feige Diebe, die beim ersten Kanonenschlag die Flucht ergreifen. Aber ich glaube, wir haben Besseres zu tun, als über Gnome zu diskutieren. Joa, wieso? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, ne? Ich mache gerade mein eigenes Gnomepedia und sammle Informationen, ne? Bist du schon oft hier gewesen auf diesem kleinen Fleckchen Erde? Selten. Nur wenn ich etwas in mein Versteck bringen wollte. Mhm. Hast du gar keine Angst, dass jemand deinen Schatz hier heben könnte? Weil so versteckt ist die Insel jetzt ja nicht. Patty kannte die zum Beispiel auch. Hast du keine Angst, dass jemand deinen Schatz hebt? Wenn das Versteck gut genug ist, findet es auch niemand. Dumm ist nur derjenige, der es jemand anderem verrät. Verstehe. Und du verrätst mir doch gerade, wo dein Versteck ist. Ja, aber wir sind hier und nicht auf Antigua. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir erstmal da waren, ist es kein Versteck mehr und ich werde mir einfach ein neues suchen. Verstehe. Ob Mara ahnt, was wir vorhaben? Was meinst du? Wer weiß das schon. Wir sollten uns besser beeilen, bevor sie uns entdeckt und uns ihrer Monster auf den Hals setzt. Okay, kommen wir zur Sache. Ja, lass uns keine Zeit verschwenden. Ja, wo ist denn jetzt dein Versteck? Wir müssen ein bisschen dem Strand hier folgen und dann weiter ins Inland gehen. Ich gehe vor und du folgst mir. Doch vorher solltest du deine Ausrüstung kontrollieren. Die Biester auf dieser Insel sind gefährlich. Okay, du, ich bin bereit. Lass uns loslegen. Lass uns gehen. Am besten, du ziehst gleich deine Waffe. Und los geht's. Zack, ich. Hören ist gehorchen. Geht auch direkt los hier mit dem ersten Fettding. Warte mal, bevor du wegrennst. Oh. Musst du jetzt hier ausgerechnet diese kleinen Sandteufel aneiern? Wer steht noch? Ich hab hier so eine Riesenkrabbe leider angeeiert. Nur für dich. So muss es sein. Und nicht anders, ne? So, warte, ich sammle hier noch Loot ein, bevor du weiter rennst, ne? Mach mal ein bisschen entspannen. Wir haben hier keinen Stress. Wir sind nicht auf der Flucht. Ja, ja, ich folge dir. Folge mir einfach. Ich folge dir. Alles wird gut. Ich muss nebenbei nur Zeug einsammeln. Das ist mir wichtig. Bleib schön an meinem Heck. Muscheln. Muscheln sind hier mir führt heilig. Der Weg hinauf ins Inland. Gut, dann geh weiter. Bleib dicht hinter mir. Bleib schön an meinem Heck. Na, oh.
Viechern darf man nicht lange fackeln. Nee, das nervt doch nur, ne? Bleib schön an meinem Heck. Bester Schnack, Alter. Folge. Merke ich mir. Bin heute Abend in Hamburg bei Powerwolf mit zwei Kumpels. Denen sage ich das dann auch, wenn ich vorgehe. Bleibt schön an meinem Heck. Powerwolf und Vorband Dragon Force. Alter, das Dragon Force mal Vorband von Powerwolf. Bleibt schön an meinem Heck. Hätte ich auch nicht gedacht. Und noch irgendwas anderes, die kannte ich gar nicht. Wir müssen nur noch ein Stück diesem Weg folgen. Die Höhle befindet sich am Ende des Weges. Komm mit. Ja, folge dir. Termiten! Na, guck mal, was haben wir denn da? Schön Slayen anballern. Ey, nicht mich! Ich bin lieb. So, erstmal die Termiten looten. Schön alles looten, was folge geht. Mir einfach. Ich folge dir, ja. Immer an deinem Heck. Folge mir. Bin immer an deinem Heck. Mir nach. Der Dicke. So muss es sein. Scheißviecher. Alter, was ist denn los mit ihm? So muss es sein, Scheißviecher! Bisschen die Akkros mal runterfahren. Das sind auch nur Termiten, die hier leben. Wir dringen gerade in deren Lebensraum ein und machen die einfach weg, ne? Die haben uns ja eigentlich nichts getan, die verteidigen ja nur. Bleib schön an meinem Heck. Ich bleib schön an deinem Heck, Bruder. Siehst du? Hier ist der Eingang zur Höhle. Dort drinnen ist der Blutopferdolch. Das ist dein Versteck, diese kleine Höhle, die so mega offensichtlich ist? Das ist dein Versteck? Das sieht mir viel zu offensichtlich aus. Unsinn. Hier kommt doch nie jemand vorbei. In der Höhle steht eine Truhe. Darin wirst du den Blutopferdolch finden. Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Ich bleibe hier draußen und werde den Rückzug sichern. Beeil dich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Natürlich. Er bleibt draußen und wird den Rückzug sichern. Das klingt für mich ein bisschen fishy, muss ich sagen. Findet ihr nicht auch? Na gut, wir gehen da mal rein. Das ist doch Verarsche. Erzähl mir doch nichts. Das ist doch Verarsche. Slane wird uns doch gleich bumsen. Komm. Oder hier ist eine Falle oder irgendwas. Hier geht es nämlich noch weiter. Das ist doch Verarsche. Das ist eindeutig Verarsche. Das kann nicht richtig sein. Lass mich raten. Der Dolch ist nicht da. Da hast du verdammt nochmal recht. Dafür habe ich ein kleines Geschenk für dich. Von Mara. Ah, du Arsch, Alter. War so klar. Piraten, Alter. Kannst du nicht trauen, den Boys und Girls. Slane, dieses Schwein hat mich reingelegt. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Deswegen sollten wir uns auch gut vorbereiten. Nichts zu holen. Weil wir nämlich jetzt hier aus dieser Höhle raus müssen. Ohne, dass wir nochmal Nachschub oder so organisieren können. Das ist natürlich gefährlich, ne? Wenn du da nicht gesaved hast und du bist jetzt zu scheiße oder nicht gut genug ausgerüstet, könnte das ein Problem werden. Aber wir schaffen das schon. Ich bin da voller Zuversicht. Wir arbeiten uns hier ganz vorsichtig einfach mal raus, ne? Ganz entspannt. Es ist sehr, sehr neblig hell hier drinne. Hier geht's weiter, da geht's weiter. Wir gucken erstmal hier hinten hin. Ah, guck mal. Ein Ring, sie zu knechten und der Meisterdieb. Er zückte seine Schnupftabakdose, nahm eine kräftige Prise und ging mit gelassenen Schritten über den Marktplatz. An diesem Nachmittag entleerte er die fettesten Geldbeutel der feinen Herrschaften von Caldera. Hätte er gewusst, dass es sein letzter Tag als freier Mann sein würde, hätte er seine Habe vorher vor den gierigen Händlern versteckt. Die Schnupftabakdose habe ich bereits. Ehre, immerhin mal etwas, was wir schon haben. So, aber guck mal, hier sind auch Betten eingebaut, also man kann sich wahrscheinlich so voranarbeiten. So, machen wir mal hier diese schöne Truhe auf, nicht wahr? Ja, du. First try, ne? Mhm.
Wir haben einen Schurkenring. Schmutzige Tricks plus 10 und Diebeskunst plus 5. Rum, Geistesessenz und eine Muschel. Eine Mupfel. Und die Sterne ziehen über mich hinweg. Und der Mond zieht über mich hinweg. Hallo. Immer schön auf Abstand halten, die Boys, ne? Und Girls. Okay. Nein, 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 nicht angiften! Oh, oh, da müssen wir aufpassen. Wenn die giften... Und weg. Okay, das hat schon mal ganz gut geklappt. Was war das gerade? Ich habe hier noch irgendwas... Da. Narrenkappe. Eben nebenbei noch kurz checken, ob ich irgendwas übersehen habe. Nope. Gut. Dann gehen wir mal hier hinten weiter. Das sieht so neblig glücklich aus. Aber das scheint der richtige Weg nach draußen zu sein. Gehen wir doch erst nochmal da hinten hin. Das sah mir hier nämlich noch nach Loot aus. Oh mein Gott. Was ist du denn für ein? Oh, ich wollte schon nach hinten rollen. Hat nicht geklappt. Ich find's auch beeindruckend, wie er im Rollen nachlebt. Ne? Ist gar kein Problem. Läuft. Man nennt das halt Skill. Fluchpuppe, Piratendolch, aber es ist nicht der Blutdolch. Grog. Vegetation, das sieht echt einladend aus, Mann. Das ist so eine Höhle, da willst du nicht drinnen verweilen. Ist dann auch nur wieder raus, ne? Gut, hier geht's weiter. Lang die dumme Sau. Wir werden uns gleich hoffentlich gebührend an ihm rächen. Haha, geil. Wo bist du hin, Junge? Ich bin hier. Was ist denn für einer? Einfach abgehauen, Geido. Kann man auch mal machen, ne? Hier ist so eine Erzader, eben. Der rennt jetzt außen rum. Keine Ahnung, was der vorhat. Weiß nicht, was seine Mission ist. Ja, richtig witzig. Und tschüss, kein Bock, mir in den Nacken schießen zu lassen. Kann ich ja verstehen, aber das ist auch nicht für Mara, ne? Wo ist er denn hin? Ist einfach abgehauen. Na gut, dann nicht. Bruder, wo bist du denn jetzt hin? Sieht ja schön aus hier, aber... Was war seine Mission? Oh, komm mal näher. Und tot. Gibt sogar ein bisschen Gold. Hier noch irgendwas versteckt. Das sieht so einladend aus, was? Da willst du doch direkt mal einen kleinen Blick riskieren. Aber nope. Hier wäre so ein perfekter Ort für eine Truhe gewesen, oder? Gut, weiter geht's. Hier war der nächste Dulli. Oh, ich habe zwei auf einmal angelockt, das ist schlecht. Oh oh. Johann ist gerade schwierig. Oh, warte. Ups. Oh. War da nicht anvisiert, der Junge? Einfach um den Stein rumlocken. Geil.
So, meine Lieben, der Hahn, er hat gekräht und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.